Ja, gute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lilien Insight. Und ich habe heute einen ganz bekannten, ja, Lilien-Fan auch neben mir, Alberto Colucci. Ciao, amico mio. Ciao, ciao. Schönen guten Abend. Geht's dir gut? Ja, klar, geht mir sehr gut sogar. Ja, vor allem, wenn wir hier drauf gucken. Ja, das gut. Ist ja genial. Italienisches Ambiente muss man natürlich auch suchen. Das schöne, genau. Abend, das schöne Abend zu erleben heute Abend hier. Wir sind ja. im La Piazza ja. Im Carré, ja. Im Herzen Darmstadts. Ja. Ja. Und das werden wir uns hier gleich zu Gemüte führen, beziehungsweise uns ein bisschen was genehmigen. Stimmt. Aber Alberto, ich freue mich sehr, dass wir uns hier treffen, denn jeder Lilien-Fan kennt natürlich deinen Lilien-Song. Du hast ihn uns quasi gewidmet, ja? Aber wir möchten dich auch ein bisschen noch persönlich kennenlernen dazu. Gerne. Du bist seit 1974 in Deutschland. Ende November 1974. Ja. Bist wegen der Musik hierher gekommen, denn du bist Musiker mit Leib und Seele. So war, genau. Also in dem Sinn, ich habe schon eine Band gehabt in Italien, schon 3 Jahre. Da habe ich damals Rockmusik, Deep Purple, Uraip, Led Zeppelin, das war, ich bin normal ein Rocker. Ne? Aber das sieht man doch auch. Ja, gut, mit Langare gehabt damals, also ein bisschen, ich war ein junger Kerl, 17 Jahre alt. Und dann bin ich ins Militär gegangen und habe ich mir Gedanken gemacht, im Militär, was mache ich, wenn ich für dich bin? Und habe ich mitgekriegt, in Deutschland kommt gut an italienische Musik. Ja, ne? Und Bate, Tazzi, Gloria, und Felicità und ja, alles. So ist das, ja, Ti Amo. Das war natürlich die Zeit, wo diese Song rausgekommen sind, Tornerò. Ne? Also, und da habe ich gedacht, aha, das Lied kann ich so singen, ohne Probleme. Ne? Ich versuche mein Glück in Deutschland. Ne? Und dann habe ich gedacht, wo gehe ich hin? Für mich Stuttgart war schwer, Stuttgart, München war alles schwer zu sprechen. Ja. Aber Francoforte, habe ich gedacht, ich gehe in Frankfurt, der klingt gut. Da gehe ich in Frankfurt. Wegen dieser kleinen Sage habe ich Francoforte, klingt gut, gehe ich dahin. Ja. Ne? Und ich war kurz in Frankfurt 6 Monate, ne? Und dann bin ich in Darmstadt gekommen. Und du kommst aus Apulien, ganz aus Süditalien? Aus Apulia, Provinz von Bari, Canosa di Puglia. Ja. AS Bari, ja, mit dem Hahn. Ja, ja, genau. So, und dann, ja, wann kommen wir auf Olilien mal zu sprechen? Die Sonne scheint. Ja. Kannst du uns erzählen, wie bist du denn dazu gekommen? Ich bin natürlich, bin ich hier 74, 75 und habe ich mich ein bisschen klimatisiert hier. Ja, und das war für mich sehr schwer, muss ich sagen. Ich habe kein Wort Deutsch gesprochen damals und war sehr schwer für mich. Und dann habe ich ein bisschen da gearbeitet und dann auf einmal habe ich so eine Band gegründet hier mit 4 Italienern und habe ich schon angefangen Musik zu machen hier. Und dann diese Band war um 4 Jahre zusammen, die Little Stars. 76 habe ich erste Platte aufgenommen, 76 auf Deutsch noch Mandoline in der Nacht. für einen deutschen Komponist hier aus Darmstadt, der hat uns gehört und sagt, ja, ihr seid 4 gute Aussehen, Junge, Italiener, ihr müsst diese Lieder singen. Für uns natürlich als erstes Mal war ein riesiger Erfolg, schon erste Schallplatte zu machen. Das war keine große Schallplattenfirma unter der Rücke, aber das Lied ist immer noch gut, für meine Augen. Ja. Ist sehr gut, also auf Deutsch. Wir haben gut gesungen damals. Und dann später, da kommt natürlich ein Lied 1980, Charazan, mit einem Kollege von mir, der auch mit mir im Band gespielt als Gitarrist. Und dann haben wir gedacht, macht man ein Duett jetzt. Weil mit vier Leuten war ein bisschen schwierig, Mentalität. Ja. Ein war besser als die andere. Ja. Und dann habe ich gesagt, oh je, oh je, versuchen wir jetzt was klein was zu machen. Ja. Und da war mit einem Kollegen von mir, Gianni, war der Gitarrist und ich war der Bassist in der Band. Und da habe ich ein bisschen gesungen. Ne? Aber für mich war es so, ich wollte rennen und gewinnen und jeder hat mich gebremst. Ja. Jeder hat mich gebremst und gesagt, so geht das nicht. Ich muss allein Sänger sein. Ne? Und dann mit diesem Kompagnon, damals mit Gianni, wir haben ein Angebot bekommen beim Verleger aus Frankfurt. Ein schönes Gesicht auch. Wir waren engagiert in Frankfurt als Duett. Ich habe Bass gespielt und Gesang und er hat Gitarre und Gesang mit einem Rhythmus geredet, damals 1979. Ne? Und dann 1980 habe ich mit meinem Kollegen einen Song
interpretiert, wo ganz große einfach Preis geworden ist, mhm, aber leider nicht mit unserer Version, mhm, mit Albano Romina Power, Charazan. Diese Lieder, die Originelle, viele Leute wissen das nicht, aber die Originelle sind wir. Ja. Auf deutsche Sprache damals 1980 haben wir rausgebracht, mit CBS in Frankfurt, Bleistraße, weiß ich ganz genau die Adresse noch, das hat uns unter den Vertrag genommen und wir haben das Lied rausgebracht. Wir waren am 7. Platz in der Charts damals, aber leider kein einziger Français, mhm, auftritt. Aber ist egal, das Lied ist gut gelaufen in der Disco. So bin ich angerutscht jetzt in der Musikbranche. Ja. Und dann natürlich mit meinem Kompagnon habe ich 3 Singles zusammen gemacht. Ne? Wir haben viel noch Auftritte gemacht, ganz Deutschland, überall, die ganze Diskothek. Damals, die Diskothek ist nicht wie jetzt mit Dance und damals war. Ja, noch mehr Musik, ja, weil, ne, ja, Arm und Arm und, ne, ja, und so. Es ist gut gelaufen, wir haben viel Tournee gemacht, so ganz Deutschland gemacht und dann auf einmal, wir haben uns getrennt, ne, und dann muss ich natürlich allein machen. Und ein bisschen was Geld verdient, bis da, und dann habe ich erst mal Demo gemacht, bin ich ins Studio gegangen, habe ich ein Lied gemacht, als Solo, damals 1984. Habe ich dieses Lied Ciao Goodbye, Vita Mia, ne? Und habe ich natürlich mit CBS alleine Karriere weitergemacht. Also die Leute denken, ich habe nur Lilie, ja, Song gemacht. Da nein, das ist nicht viel so. Mehr. Ja. Lilie ist gekommen 1986, nachdem ich schon 4, 5 Platten schon gemacht habe. Und 86 war gedacht. War das Lied nicht für die Weltmeisterschaft ursprünglich? Genau. Ja. Genau, also war für 86 gedacht, ne? Ja. In Mexiko, ja, damals. Ja. Der originelle Song von dieser Lilie, diese unsere Hymne von Darmstadt. Der originelle Name ist Goal, Goal, Goal to Mexico. Ne? Goal, goal, goal. Ja, to deswegen Mexico, diese, ja, To, 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 ja, Lilie vor. Also, das ist dann, ja, ich habe mich beworben, weil die Firma hat gut gefunden, die Idee. Da hat gesagt, normal, jeder macht so tralala Musik. Ja. Ne? Bis Lied hat Feuer. Das geht nach vorne. Der geht, ja, nach vorne, hat gesagt, kann man gut vorstellen, können vielleicht doch nehmen für die WM. Ne? Natürlich war wunderbar der Vertrag bei der CBS. Oh, wenn die sagen schon, ja, da kann was passieren. Ja. Also, jedenfalls haben es 30 beworben, mhm, für diese Lieder für die WM. Was ist passiert? Bis zum 3. Platz war ich noch da. Mhm. Also, praktisch, mhm, die letzten 3 war ich noch dabei. Ne? Mhm. Die Firma sagt: Alberto, vielleicht sind die Chancen da, vielleicht der DFB, die nehmen das. Ne? Ich dachte, oh gut, wird schön. Ne? Ja. Und dann, was ist passiert? Haben mich abgelenkt. Ne? Damals Peter Alessandro, dann, ja, genommen mit der Nationalmannschaft, genau, natürlich bist du, ja, durch. Ja. Ich war nicht so ein großer Name gewesen. Und dann natürlich, klar, da bin ich durch. Bin ich nicht mehr weitergekommen. Und wie kam das dann, dass das zum Lilien-Song wurde? Und dann habe ich gedacht, okay, das Lied ist Fußballlied, ich kann nicht was anderes machen. Ja. Ne? Und da habe ich gesagt, ich warte noch 4 Jahre. Ne? In diesen 4 Jahren, was ist passiert, habe ich mit Bruno Labbadia, mich befreundet auch damals, Rafael Sanchez, Bernal Trares. Ja. Ne? Ja. Und da war immer so, wo ich auftreten gegangen bin, also wo ich aufgetreten habe, sind immer gekommen, haben zugehört auch. Und da habe ich natürlich diese Go-Go-Go zu Mexiko habe ich auch gesungen, also, ja, was in meinem Auftreten. Und da habe ich, ja, gesagt, das ist ein geiler Song, das ist gut. Warum machst du nichts für uns? Ne? Und habe gesagt, von Weltmeisterschaft, Lied, jetzt muss ich von der 2. Liga. Ja, damals, ja, ja. Ich gehe rückwärts. Hab gesagt, aber ist egal. Der Bruno sagt zu mir, scheißegal, hat gesagt, Alberto, ja, das Lied gehört dir, kannst du machen, was du willst. Ja. Ne? Du kannst immer für die nächsten 4 Jahre das Lied auch anbieten für die WM. Ne? Also, da habe ich gesagt, okay, ja, nur von einer Voraussetzung, habe ich gesagt. Ja. Wenn ihr kommt und ihr singt auch mit, ja, im Studio. Ja. Und dann war so gedacht, damals war auch Salme, ne? Ja. Karl-Heinz Salme war also, ja, als, ich glaube, mit dem Bratwurstverkauf und so weiter. Zweiter, ne? Präsident, ja, auch. Ja. Ja, zwei, ja, ja. Glaube, also, ja. Der, ja. Und hat auch gehört, das Lied hat auch gut gefallen und hat gesagt, oh, die Idee ist gut. Ne? Dann wir versuchen mit dem Spiel in die Studie zu gehen. Also, in diesem Termin, wo wir normal in die Studie gehen sollten, ne? Da soll man in die Studie gehen, gehe ich oben bei Böllfaldor, da waren nur 3 Spiele. Der Rest war nicht da. Ne? Normal sollten alle 20 kommen, ne? Mit singen. Und dann sind nur 3 gewesen. Das waren nur Bruno, Rafael und Bernal Trares. Die 3 haben. Die 3, ja, waren da. Mhm. Ich sag, ja, wo sind die anderen? Er sagt,
habe ich gesagt, ja, es ist nicht gekommen, tut mir leid, Alberto. Ich sage, gut, aber weißt du das? Scheißegal, lieber als gar nichts. Mit, so. Komm mit. Und wir ja. sind ins Studio gegangen, ein bisschen gekröllt. Die haben mehr gelacht als gesungen, ja. weil die, ja. wenn dieses Mikrofon vorne immer ein bisschen komisch da, ja. immer gelacht. In dem Moment, wo muss kommen, was der Satz, Olili, Olili, da haben wir in die Augen angeschaut, da haben wir einfach zu lachen. Also, in dem Sinne war in dem Studio ein bisschen zu lachen, ne? Und ein bisschen zu singen. Ne? Aber irgendwie habe ich ihn gekriegt. Und die sind jetzt im Song auch noch drin? Also hast als du das? Mit Chor. Ja, im Chor. Ja. Chor, aber ja. erkennst du nur richtig. Ja. Kennst du nur. Und dann habe ich noch Fan noch von Agnosis, ja. noch Leute, die Musiker haben. Ich sage, bitte, ich brauche jetzt ein paar Leute, die gut singen können. Ja. ja. Super. Wo Leute, die ein bisschen gut singen. Super, ey. Und ich noch Bruno Labbadia da mit dabei war. Ja, das ja, war, das, wusste ich ja, gar nicht. Das war, genial. Das war ja? Bruno Sanchez und ja. Bernhard, ja. alle ja. beide. Genial. Aber nur gekrölt. Ne? Ja, ja. Ja. Da. Ja. Also nicht so richtig der Ton, aber ich habe ein bisschen angemischt und hat geklappt, sagen wir ja, so. Ja, sehr gut. Also die Strophe habe ich gesungen, die haben nur einen Chor. Ne? Und also. Das war jetzt Ende der 80er. Und guck mal, jetzt haben wir 2021 ja. und über die Jahre hinweg ist das unser Lied. Dankeschön, mal stellvertretend für alle. Danke, einfach mal Dankeschön. Ich muss natürlich noch ja? sagen, Anfang, die Leute haben nicht geglaubt. Da ist es sogar. ja, gut, so. Life is life. Sehr gut, ja. Also in jedem Fall, also Anfang haben wir nicht so haben gespielt, weil damals war eine Relegation mit Mannheim noch. Ne? Ja. Damals, wo der 5 Elfmeter, wir haben 3 Fehler, also wir haben nicht reingesagt ja. In der Tor. Aber in jedem Fall, das Lied war bisher, sag mal so, auf Plattplatz. Ne? Ne, da haben wir nicht so oft gespielt. Natürlich ist diese Serie, wo wir fast am Grund waren, ne, wo der von der Regionalliga, dann sind wir in der dritten Liga und dann sind wir in der zweiten Liga, von da hat es angefangen. Ne. Ja, na klar. Da hat es dann angefangen, die Fans, die Medien haben das nicht genau akzeptiert. Ja. Ne, weil es ist klar, wenn du in einem Stadion spielst und die Leute machen mit, automatisch. Na klar, natürlich, das ist jetzt einfach die Hymne geworden. Ich bedanke mich natürlich für die Fans. Natürlich. Ja. Die haben mich bekannt gemacht, ich nicht. Ja. Ich bin der Visionär, ne, aber die Fans, die haben das Lied. Aber jedes Mal, gemacht. Wenn wir das hören, Dankeschön. Ne, dann das, ist es eine Symbiose, Alberto Colucci und die Lilienfans ich und bin, der Verein. Ich ja? genieße, wenn ich bin im Stadion, ja. ich bin da, um zu genießen, nur was die Leute da, was sag ich, das ist meine Emotion, die Leute sehen, das ist schön. Dankeschön. Ein guter Augenblick auch zu sehen, der Torsten natürlich, der Torsten, der liebt auch das Lied überall, ne? Der Torsten, ja. lieber Knecht. Genau. Ne? Also ich finde schon, ich finde gut, ist gut. Da freut mich, weil die Leute mich akzeptiert. Super. Und das ist okay. Also wirklich, ich kann nur Dankeschön sagen, ja, stellvertretend für alle. Und Alberto, das Schöne ist ja, wir sind wie gesagt hier im La Piazza im Carré ja. und hier trittst du auch auf. Man kann dich hier sehen mit allen italienischen Liedern, ja, genau. ich glaube 24.12. und 14.12. 11 Uhr bis 14 Uhr. An Weihnachten und dann im Januar, ab Januar zweimal im Monat. Ab Januar zweimal im Monat hier in Carré, bedeutet also der erste Donnerstag. Ja. von dem Monat, also Januar, und der dritte Donnerstag. Jedes Monat. Im ganzen Jahr 2022. Ja, genau. Alberto, ich werde da sein. Das freut mich. Ich komme auf jeden nicht Fall. Nicht nur du, vielleicht ein paar Lili, vielleicht kommen noch auf paar. Jeden Fall. Weil ich meine, dieses Ambiente, wenn schon italienischer Flair, dann muss man italienische Musik auch so singen. So sieht's aus. Und tolles Essen, Alberto, Dankeschön. Ja, darum muss man auch bedanken, die unsere Location hier zur Verfügung gestellt hat. Und, ja. Ja, Familie Durkas, vielen Dank. Genau. Dankeschön. Ja? Und alles Gute weiterhin. Gleich. Feliz Navidad. Pa, pa, pa. Feliz Navidad. Pa, 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 pa. Feliz Navidad. Prequero sueño felicità. The sunshine. The mega top the water tower. Lilian Toa. Ole, ole, ole. Es war Nacht. Wir sind alle bereit, es ist soweit. Ole, ole, ola. Oh, Merry, oh, Christmas. Oh, 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 oh. Der perfekte Schluss. Dankeschön. Mille grazie. Gerne getan.
Ja, das war's auch schon wieder für heute mit Lilien Insight. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich meine, der Alberto hat es ja eben gesagt, frohe Weihnachten euch allen, paar besinnliche Feiertage und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hier sehen bei Lilien Insight. Bis dahin, gute und ciao, euer Colin.